Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu World of Warships Legends. Wieder mal von meiner Seite ein Ründchen. Leider komme ich ja zu wirklich zu wenig dazu, hier einige einzelnen Videos immer wieder aufzunehmen und hochzuladen. Aber diesmal ist es wieder soweit mit der Kleber und sie kann es doch noch, liebe Freunde. Sie kann es doch noch, die Kleber. Wir werden es gleich sehen hier auf Zuflucht im Herrschaftsmodus. Ja, ihr seht die Gegner. Ja, und dann geht's auch schon los in die Runde. Alle Mann auf Gefechtsstation. Und ja, ich würde sagen, schauen wir einfach mal. Wir bewegen uns einmal Richtung C. Nur ein feindlicher Zerstörer auf der drüberen Seite ist natürlich auch... ja, gar nicht einmal so schlecht, würde ich sagen. Das ist nämlich die Shima und wenn wir die eventuell gleich am Anfang rausnehmen könnten, so mal die Theorie, wäre das für uns gar nicht einmal so schlecht, würde ich sagen. Da hätte man dann schon einen guten Vorteil. Ja, natürlich haben wir jetzt die etwas kürzeren Torpedos. Ich habe es, glaube ich, auf 6,9 aktuell. Das ist natürlich schon, ja, jetzt etwas schwieriger mit der Kleber. Da muss man halt, wenn es die Situation zulässt, natürlich vielleicht dann einen dicken Offensiver reingehen mit dem Torpedoangriff. Aber natürlich immer wieder auf die Situation achten und situationsbedingt das Ganze natürlich. Da muss man natürlich aufpassen. So, wir sind aufgeklärt. Da ist die Shima. Und aus irgendeinem Grund, entweder hatte ich so einen schlechten Tarnwert oder wurde die irgendwie so aufgeklärt. Ich weiß es nicht. Noch bin ich zu. Da habe ich noch kurz überlegt. Ja, und jetzt gehe ich doch auf, weil, ja, weil er doch in die Richtung dann gefahren ist. Habe ich ja gleich einmal die erste Salve versemmelt. Da schaut so aus, oder? Geil. Aber da hat er schon von unseren Kollegen hinten einen richtigen kassiert. Ja, von den Guns bin ich jetzt nicht ganz so der Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ich komme da nicht ganz so zurecht. Fahr doch lieber mit den Amis, das war jetzt ein guter Hit. Und ja, wir haben es trotzdem gleich einmal geschafft und die Shima rausgenommen. Erster Kill. Ja, da ein bisschen aufpassen wegen die Torps, weil die tun richtig weh von der Shima. Die tun richtig weh. So, wunderbar. Dann, was mache ich jetzt? Ah, weil ich noch offen war, habe ich müssen kurz rausfahren, genau. Ich war da offen. Schon ein paar Tage her, das Video, deswegen weiß ich gar nicht mehr genau, was alles abgegangen ist hier. Im Idealfall sollte ich das gleich am selben Tag eventuell nachbearbeiten und nachsprechen. Aber ja, geht sich halt nicht immer aus. Aber ich würde sagen, das war wirklich eine gute Runde und die will ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. So, die Odin da hinter der Insel. Ich glaube, meine Idee war jetzt einmal als erster einnehmen. Das C mal einnehmen, genau. Da Odin, glaube ich, das waren seine Torpedos, deswegen sind die jetzt auch ausgegangen. Die waren ja nur auf 6 Kilometer im Standardfall. So, dann haben wir hier die Kansas. Ja, der dreht dann ein, da war ich überrascht, deswegen bin ich auch dann wieder aufgegangen. Mit dem habe ich nicht ganz gerechnet, dass der da wieder so reindreht jetzt. Ja, der Odin meldet sich auch wieder. Da haben wir einen Torpedotreffer da hinten. Einen leider nur. So, der Odin fährt wieder retour, bleibt da hinter seiner Insel. Und da ist er noch Torpedos von uns, oder? Ah, die kommen aber nicht an, glaube ich. So, jetzt fahre ich blöderweise wieder raus. Ja, ich habe da aufs Cap eigentlich gerade in dem Moment jetzt gar nicht geschaut. Ja, und die Kansas ist durch die Flutung unsererseits untergegangen. Ja. Immerhin. Blöderweise bin ich jetzt wieder rausgefahren. Das hätte ich gar nicht müssen jetzt, aber ich war ein bisschen im Fluchtmodus. Kurz die Panik gehabt, glaube ich. Ist aber gut gegangen.
Hätten wir können drinbleiben. Ja, wir haben ja keinen Nebel hier auf der Kleber. Ja. Wir haben schon einiges eingesteckt auch. Fast die Hälfte des Lebens verloren. So, dann noch einmal rein auf C. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt einzunehmen. Ja, das hätte man können ein bisschen besser machen, eigentlich, in der Situation, aber ja. So, jetzt schauen wir mal, was macht die Odin? Da habe ich mal gedacht, fährt er jetzt da weiter, dann hole ich mal den da rechts. Dann schaut es aber so aus, als würde er jetzt doch nicht weiterfahren. Ich habe dann noch gar nicht, glaube ich, oben auf die Map geschaut. Irgendwann habe ich dann gecheckt, dass der eigentlich irgendwie gerade auf die Insel zufährt. Ja, genau jetzt, wie ich nämlich geschaut habe, auf die große Map. Steht der irgendwie komplett bei der Insel und das heißt ja für uns, nachdem wir hoffentlich jetzt mal C einnehmen, ja, dass wir den eigentlich hier um die Ecke bringen können, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, C gehört gleich uns, da ist er, um die Ecke und ich würde sagen, den rushen wir jetzt. So, das unglücklicherweise hat er einen Flieger, glaube ich, draußen. Sieht er auch, dass wir kommen, aber ja, er muss ja irgendwie retour fahren, weil er ist irgendwie komplett gerade auf die Insel zugefahren, was wir gesehen haben. Das heißt, er kann sich jetzt nicht so wirklich weltbewegend bewegen. Da hat er uns eine richtige eingeschenkt, das war klar, der hat gewusst, dass wir kommen. So, und ich muss jetzt die Torpedos hier kürzer setzen, weil er natürlich schon wieder abbremst, weil er weiß, dass ich torpe. Macht uns aber nichts, wir waren auch so schlau und ja. Mache ich hier den dritten Kill mit einem vernichteten Schlag. Sehr schön. Da haben wir schon 5 Torpedotreffer insgesamt. Wunderbar. Den Kollegen mal rausgenommen. So, ja, wir haben 2 Schlachtschiffe schon verloren. Drüben 3 Schlachtschiffe plus ein Kreuzer und ein DD raus. Die Shima, ja, das ist eine gute Ausgangsposition jetzt für uns, das Gefecht zu gewinnen. Um das Gefecht zu gewinnen. Ja, fahren mal Richtung zu unseren Kumpels da auch in die Richtung ein bisschen. Ja. Dann schauen wir doch einmal, welche Ziele uns noch hier Maschinenboost aktiviert zur Verfügung stehen. Bisschen irritierend ist das Ganze, muss ich ehrlich sagen, hier auf der Blazy mit dem mit der Share Factory. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo einstellen kann, weil ich habe nämlich den Spielesound jetzt beim Nachvertonen höre ich den gar nicht. Das ist etwas komisch. Da muss ich noch ein bisschen schauen, ob ich das irgendwie nicht einstellen kann, dass ich das trotzdem höre. Jetzt nur beim Nachvertonen habe ich den Ton lustigerweise nicht. Ja, deswegen kann ich auch nicht auf etwaige... Vielleicht, weiß ich nicht, akustische Sachen hier reagieren. Ich bilde mir ein, das war vorher mal anders. Also auf der Place, auf der Vierer zumindest, auf der Vierer glaube ich. Oh, unsere Alaska musste hier... Oh, jetzt schaut es gar nicht mal so. Ich habe noch gesagt, das schaut eigentlich ganz gut aus. Und jetzt ist auf einmal relativ von den Booten her, zumindest von der Anzahl her, unentschieden. Ja, so schnell kann es dann auch wieder gehen. Ja, gut, wir haben nicht gesehen, wie viel Leben die alle noch hatten und so von uns, die was noch über waren und ja. Gut, die Frage ist jetzt, wie offensiv gehe ich jetzt hier rein und so. Schon Bart in die Richtung einmal Torpedos raus. Da ist auch eine Schon Bart. Die Alaska, die fährt Gott sei Dank in die Richtung, hat Gott sei Dank das Radar gar nicht an. Das war doch ein bisschen risikoreich auch meinerseits. Wenn der weiß, dass ich da bin und das Radar genau jetzt anwirft, dann ja, könnte es kritisch werden für mich natürlich, wenn mich da alle sehen. Da hätte es auch können gleich vorbei sein. Und da haben wir den 4. Kill, eine Torpedo noch getroffen, auf der schon bald da rechts, auf der rechten Seite von uns. So, ich habe gedacht, ich hau diesen einen Fächer auf die schon Bart raus, falls er doch vorfährt. Es war nämlich relativ am Limit hier von meinen, von der Reichweite von den Torpedos. Aber ich glaube, er ist nicht nach vorne gefahren. Ich glaube, die Salve wird wohl untergehen, oder? Ja, die ist ausgegangen, weil er nicht nach vorne gefahren ist. Ja, dann müssen wir natürlich
etwas näher ran noch an das Geschehen. Die Alaska drüben raus, sehr schön. Jetzt ist nur mal die Schombard und ich glaube Nechabaev oder Kutuzov. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher gerade im Moment. Kutuzov, genau, da ist er. Ja, das ist sich nicht mehr ausgegangen. Da könnte ich noch einmal, wir haben einen relativ guten Reload. So, mal schauen. Jetzt fährt er wieder rückwärts, aber... Ja, da waren wir ganz kurz offen, macht da überhaupt nichts. Wenn sie das überhaupt gesehen haben. Aber sie wissen zumindest, dass ich da bin, wenn sie mich gesehen haben. Gut, wieder eine Sekunde, ob er mich da wirklich sieht. So, ich glaube, wenn der trifft, der Torpedo, der eine, dann sollten wir hier die Krake bekommen. Und der trifft, Freunde, oder? Der trifft! Jawohl, und da ist die Krake, Freunde! Sehr schön! Wunderbar! Ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt reingeschrieben habe, ins Thumbnail, oder ob ich euch da im Dunkeln tappen lasse. Weiß nicht, ob das interessanter ist im Thumbnail, weil ich gleich reinschreibe, die Krake. Unser Sieg ist in Sicht. Oder nicht. Ja, da muss ich mir noch überlegen, welches Thumbnail ich mache. So, Kutuzov, da habe ich schon in dem Moment jetzt, da hat er auch seine Torpedos in die Richtung von uns, ja, war gar nichts, ja, gute Ding. Da habe ich schon meinen sechsten Kill spekuliert, aber ja, da habe ich mir doch entschieden, ich fahre rechts. Falls er kommt, da mal die Torpedos raus und gehen dann, ja genau, links die Torpedos raus, einmal eine Salve, falls er doch um die Ecke schielt. Und dann gehen wir hier rechts rüber und versuchen dann hier vielleicht, falls er da rüber fährt, ihn zu snacken. Zu holen, aber ich glaube, was ich mir erinnern kann, ist er, glaube ich, hinten weggefahren. Die Richtung. Ich muss mal schauen, ob ich diese Anzeige nicht irgendwo habe. Da habe ich schon gehofft, oh, der fährt zwar weg, aber wenn da, ja gut, mein Torpedo wird. Na, es hat sogar einer getroffen! Ja, aber es hat leider nicht ausgereicht. Es hat leider nicht ausgereicht. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich drauf schießen. Vielleicht kriege ich ja noch zufällig den sechsten Kill mit viel Glück. Konnte, glaube ich, reparieren den Wassereinbruch. Ja, das ist auch ein Pech, so gesehen. Wenn er gerade vorher irgendwie repariert hat, hätte. Aber ja, gut, so ist es halt. So ist es halt, so ist es halt. So, dann schießen wir halt noch ein bisschen drauf. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, machen wir ja den sechsten Kill. Jetzt ist doch sogar noch der Brand hier, Freunde. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Nein, und dann macht hier die... Was war es? Am AG, glaube ich, noch doch den Kill. Jetzt hat er noch gebrannt. Da hätten wir wirklich fast sogar den sechsten Kill bekommen. Ja. Gut, wir sehen hier beim Meilenstein, da bin ich noch ein bisschen weiter hinten. Das Datum, was ist da? Erst am 11.12. war das genau, ja. Jetzt bin ich ja mittlerweile eh schon auf 120, glaube ich, oder irgendwas. Ich weiß gar nicht. Eh schon fast durch. Gut, ja, 100.000 Schaden. Jetzt habe ich es vergessen, hier zu plaudern. Aber ich habe die Daten eh gesehen. Über 3.000 Base XP. Wunderbar. Wunderbar. Hier unsere Magie auch gut gespielt. Alaska gut gespielt, ja, ja, da hat sich einer die Key gegönnt, auch 2000, ja, gute Teamleistung einfach. Der Schwächste unten 1400, die Alaska, ja, war eine gute Teamleistung, würde ich sagen. War eine gute Teamleistung. Hat mir sehr gut gefallen, ich hoffe euch auch. Ich sage danke fürs Zuschauen und ja, schöne Krake, die Kleber kann es noch. Danke, Freunde, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.